Dieses Video nimmt euch mit auf unsere Offroad-Strecke von Andorra hinüber nach Spanien. Wir erreichen Andorra an einem Freitagmorgen und versuchen so schnell wie möglich ans andere Ende in die Berge zu gelangen, da wir doch etwas Angst vor den Besucherstürmen am Wochenende haben. Von Andorra Richtung Westen war super cool zum Fahren. Wir haben sie mitgecheckt, also wer Interesse hat, können wir gerne weitergeben. Man sollte etwas Bodenfreiheit mitbringen. Wir mit 2,40 Meter Breite und 3,60 Meter Höhe ging gerade so. Viel mehr sollte es aber definitiv nicht sein. Ein bisschen fahren sollte man, denke ich, auch können, und es ist sehr wichtig, dass es trocken ist.
erster Eindruck? Wunderschön hier die Bergwelt. Jetzt sind wir auf über 2000 Meter. Macht sie ganz brav, unsere Wurmi-Omi. Wackelt ein bisschen, aber sonst macht Spaß. So schnell, wie wir nach Andorra rein sind, sind wir auch wieder raus. Wir sind jetzt oberhalb von Os de Civis, eine Offroad-Piste, nach oben gefahren und genießen jetzt gerade die Vorspeisen. Und das Tollste ist, dass uns die Geier hier tatsächlich beobachten. Wir haben jetzt mindestens 40 Individuen schon gesehen und es ist total beeindruckend, wie die hier segeln und wieder Gehöhe gewinnen. Man bemerke, wir fahren gerade Offroad mit Schräglage und Hoppelhoppel. Das interessiert die überhaupt gar nicht. Erster Gang klein, noch ohne Motorbremse, weil hier geht es mächtig bergab. Jetzt brauchen wir auch eine Motorbremse. Ich schätze so irgendwo zwischen 15% und 20%.
Donnerhagel. Jetzt buddeln wir uns aber nicht in den Matsch ein, nur weil die Kuh... Die mag nicht weg. Die steht hier immer. Morgens. Wir fahren jetzt los von unserem zweiten Übernachtungsplatz auf unserer Pistenstrecke, unserer Offroad-Strecke. Wir sind nicht weit gekommen, es war einfach zu schön gestern und haben hier nochmal geschlafen. Wir haben es auch mitgeträgt. Wer es gerne haben möchte, darf uns gerne anschreiben. Wir geben es weiter. Es ist von Andorra Richtung Westen und wir sind mittlerweile in Spanien. Und jetzt fahren wir zu einem schönen Frühstücksplatz. Zweigen hängen, aber mit unseren 360 war es völlig okay.